Ja, herzlich willkommen aus dem Van Swieten-Saal der MedUni Wien. Ich begrüße Sie hier im Namen des Alumni-Clubs der MedUni Wien und des Josephinums zu einer weiteren Folge des Expert-Talks. Und wie Sie sehen, ist es heute eine Joint Venture zwischen Alumni-Club und dem Josephinum, deren Leiterin, Professorin Christiane Drumel, die den UNESCO-Bioethik-Lehrstuhl einnimmt, sie dann durch den Abend begleiten wird und die Moderation übernimmt. Mein Name ist Harald Sitte, ich bin der Präsident dieses MedUni Wien Alumni Clubs und freue mich sehr, dass wir jetzt einen sehr aktuellen Titel haben für diese Veranstaltung, nämlich Coronas Vorläufer von der Pest bis zur spanischen Grippe. Und ich möchte da mit eigentlich auch schon diese Anmoderation schließen, gerade nur darauf hinweisen eben, dass der Alumni-Club sich immer wieder solchen Themen, die aktuell wichtig und in aller Munde sind, widmet und sie versucht eben über die wichtigen Verbindungen nach in die Zukunft oder auch nach hinten, wie zum Beispiel eben hier zur Pest, spanischen Grippe, zur derzeitigen Pandemiesituation zu informieren. Also von daher wünsche ich Ihnen eben im Namen des Alumni-Clubs der MedUni Wien und des Josephinum sehr viel Spaß und Interesse bei dieser spannenden Veranstaltung und möchte hiermit sehr herzlich an Frau Professorin Drumel übergeben. Danke. Vielen Dank für die nette Einleitung. Auch ich freue mich sehr, Sie heute zu unserer vierten Josephinum Lecture, die eben als gemeinsame Veranstaltung mit dem Alumni-Club der MedUni Wien durchgeführt wird, willkommen zu heißen. Mein Name ist Christiane Drumel und ich begrüße Sie in meiner Funktion als Leiterin des Josephinums. Mit mir diskutieren heute Herwig Tschech, Professor für Geschichte der Medizin an der MedUni Wien, und Jakob Lehne, ebenso Historiker und Wissenschaftler bei den Sammlungen der MedUni Wien. Das Josephinum wird derzeit gerade renoviert. Wir hoffen aber, es im Frühjahr 2022, ich weiß, es ist noch etwas Zeit bis dahin, zu eröffnen, und laden Sie schon jetzt ein, zu unserer neuen Ausstellung in das Haus in der Währinger Straße 25 zu kommen. Wir freuen uns, dass es dann möglich sein wird, unsere großartigen Objekte zur Medizingeschichte zu zeigen. Der heutige Abend soll von unserer Seite ein kleines Lebenszeichen zu einem aktuellen Thema sein. Wir hatten die Idee für diese Veranstaltung, weil wir, wie die gesamte Menschheit, ein Ausnahmejahr verbracht haben. Corona hat all unser Leben durcheinandergebracht, hat schwerste gesundheitliche Schäden und viele Todesfälle weltweit verursacht, ebenso wirtschaftliche, soziale und emotionale Schäden und großes Leid. Dabei sind Pandemien nichts Neues. Infektionserkrankungen haben seit Beginn der Zeit die Menschen aller Länder heimgesucht. Und wenn es keine wirksamen Medikamente gibt und keine vorbeugenden Maßnahmen, ja, dann muss man zu Maßnahmen greifen, die schon seit dem Altertum die einzigen Mittel waren, die eine Infektion von Mensch zu Mensch abwehren konnte, wie zum Beispiel Quarantäne, Absonderung, Reisebeschränkungen und Ähnliches. Vieles davon war jedoch diesmal für uns neu und unbekannt, da wir die Gnade hatten, dass uns eine derartige Epidemie in den Lebenszeiten der letzten Generationen nicht heimgesucht hat. Für uns waren solchen Krankheiten wie zum Beispiel Ebola, das im Kongo oder an sonstigen fernen Weltgegenden ausbrach, aber unser heimatliches Wohlbefinden kaum tangierte. Dabei weiß gerade die Medizingeschichte von einer Fülle an erfolgreichen Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Infektionen zu erzählen. Der Namensgeber unseres Institutes, Josef II., hat eben nicht nur das AKH 1784 gegründet und im Jahr darauf die Militärchirurgische Anstalt zur Ausbildung der Wundärzte, also der Chirurgen, sondern auch Maßgebliches in Bezug auf die Seuchenabwehr geleistet. Bereits Maria Theresia hat als weitblickende Frau gegen den Aberglauben, heute würden wir sagen Fake News und Verschwörungstheorien, gekämpft. Sie hat selbst 1762 die Pocken überlebt und hat im Jahr 1768 ihre Kinder und Josefs Tochter gegen die Pocken impfen lassen.
Damals war das noch anders als die heutigen Impfungen. Es gab die Inokulation oder Variolation. Diese glückliche Impfung wurde sogar mit einem Tedeum im Stephansdom und einem großen Gartenfest in Schönbrunn gefeiert. Feiern für unsere Impfungen stehen noch aus. Aber schon damals gab es Debatten rund um das Impfen. Josef hatte daher ganz im Sinne der Aufklärung das Führen genauer Sterberegister gefordert, um damit Wissenschaftlichkeit in die Debatte um das Impfen zu bringen und die Aussagekraft der Zahlen der an den Pocken gestorbenen Menschen im Vergleich zu denen, die durch die Variolation gerettet waren, zu erheben. Josef hatte auch Experten und mit diesen hat er das Quarantänegesetz revolutioniert und Entscheidungen getroffen, die auch früher schon in der Pestbekämpfung zu mehr wissenschaftlicher Sicherheit geführt haben, aber auch gleichzeitig den durch die Seuche schwer beeinträchtigten Handel wieder angekurbelt haben. Er hat durch seinen beratenden Experten, den Pestarzt Adam Chenot, wissenschaftliche Fakten herausfinden lassen, zum Beispiel über die Inkubationszeit. Und so stand, wieder einmal im Gegensatz zur hoch angesehenen medizinischen Fakultät, die Ansicht vertrat, dass die Pest keine eigentümliche oder besondere Krankheit ist, sondern nur ein bösartiges Fieber. Ich denke, dass derartige Leugnungstendenzen von verschiedenster Seite uns auch heute nicht unbekannt sind. Doch nun lade ich Sie ein zum ersten Vortrag, der von Jakob Lehne hier Ihnen präsentiert wird. Er hat nach Studien am King's College, der London School of Economics und der Humboldt-Universität Berlin 2015 am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz promoviert und ist seit 2018 am Josephinum als Historiker tätig. Er arbeitet unter anderem auch an der schon angekündigten neuen Dauerausstellung mit. Ein von ihm mitlanciertes Projekt wurde 2020 mit dem Veronika Fialka-Moser Diversitätspreis der MedUni Wien ausgezeichnet. Bitte, the floor is yours. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Ich werde in dem kurzen Impulsreferat oder dieser Impulspräsentation am Anfang auf drei historische Epidemien bzw. Pandemien eingehen. Und ein bisschen der Frage nachspüren, inwiefern diese sich in den Sammlungen des Josephinums wiederfinden. Welche Geschichten diese Objekte erzählen können und was wir daraus über die Epidemiegeschichte, aber vielleicht auch über die Epidemiegegenwart lernen können. Ich möchte gleich anfangen mit einer Seuche oder einer Epidemie, die die europäische Geschichte und Kultur wie kaum eine andere geprägt hat. Und das ist die Pest. Medizinhistorisch gesehen gibt es drei große Pestwellen. Eine erste im 6. Jahrhundert, die sogenannte Justinianische Pest, über die leider nicht wahnsinnig viel bekannt ist. Eine zweite, viel länger dauernde Pestwelle zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert. Und dann eine letzte, mehr oder weniger globale Pestwelle Ende des 19. Jahrhunderts, die erst Mitte des 20. Jahrhunderts abebbt. Aber es ist die mittlere, die zweite Welle, die, so kann man sagen, das europäische Seuchenmanagement oder die Geschichte des europäischen Seuchenmanagements am stärksten prägt. Denn hier werden die Praktiken entwickelt, mit denen wir heute auch noch zu tun haben. In den norditalienischen Städten werden zum ersten Mal Lockdowns geübt. In Hafenstädten wie Ragusa, dem heutigen Dubrovnik, wird zum ersten Mal die Quarantäne über Einreisende verhängt. Und auch Grenzkontrollen, vor allem in Österreich, kontrolliert vom Militär, die auch sozusagen die Absonderung potenziell Erkrankter schon vor dem Eintritt aufs Reichsgebiet ermöglichen sollen, werden hier zum ersten Mal probiert. Und das Josephinum als Militärakademie, sehr passend in diesem Bereich, hat auch eine der frühesten Pestdokumente aus dem späten 18. Jahrhundert, aus dieser letzten Phase der Pestepidemie. Und ich werde Ihnen zwei Dokumente zeigen, die eigentlich sehr viel über die damalige Monarchie auch aussagen. Was Sie links sehen, ist ein Brief oder ein Attest, besser gesagt, des Protomedicus von Triest, das einem Kapitän und 16 seiner Crewmitglieder attestiert, bei guter Gesundheit zu sein, was es ihnen ermöglichen soll, nicht nur den Hafen von Triest zu verlassen, sondern eben auch in einen weiteren Hafen einzulaufen. Es gibt ähnliche Dokumente seit dem 15. Jahrhundert,
Man sieht, es gibt schon zur damaligen Zeit eine hohe Bürokratisierung. Die Idee, dass sozusagen ein Protomedikus ein Dokument ausstellt, das dann von anderen Staaten oder Anlaufstellen anerkannt werden kann. Noch viel prägnanter ist das Dokument, was Sie auf der rechten Seite sehen. Hier sehen Sie, es ist vorgedruckt. Also sozusagen die Bürokratisierung hat noch einen weiteren Schritt getan. Und es ist eine Sondergenehmigung für Fischer, den Triestiner Hafen auch zu erschweren, also sozusagen zu sanitär schwierigeren Zeiten zur Fischerei zu nutzen. Also sozusagen eine Ausnahmegenehmigung zu Pestzeiten. Und hier sehen Sie, dass sich schon im 18. Jahrhundert etwas konstituiert, was wir bis heute kennen. Sozusagen Atteste, Ausnahmegenehmigungen, offizielle Stellen, die sozusagen die sich für die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt einsetzen. Aber es plagt natürlich nicht nur die Pest im 18. Jahrhundert und auch bis im 19. Jahrhundert die österreichische oder die europäische Bevölkerung. Es gibt auch Krankheiten, die nicht eingeschleppt werden, sondern die endemisch sind. Und die wichtigste unter ihnen sind sicher die Pocken. Und auch hier sehen Sie sozusagen die fortschreitende administrative Bearbeitung dieses Problems. Was Sie hier sehen, ist eine Auflistung der Sterblichkeit infolge von den Blattern, das ist ein anderer Name für die Pocken, im 19. Jahrhundert. Und Sie können damit nachvollziehen, dass es sozusagen eine frühe Fallzahlanalyse des 19. Jahrhunderts, wie sich die Pocken in der österreichischen Reichshälfte entwickelt haben und sozusagen wie hoch die Sterblichkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten war. Was das Brisante an den Pocken ist, ist, dass schon sehr früh eigentlich Methoden bekannt sind, um diese zu bekämpfen. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, das wurde vorher schon erwähnt, gibt es die Variolisation. Aber das ist ein nicht ganz ungefährliches Verfahren. Und seit Ende des 18. Jahrhunderts beginnt man Kuhpocken, also sozusagen eine ursprünglich bei Kühen auftretende Krankheit, Menschen zu infizieren. Dort ist ein sehr leichter Verlauf, aber es bezeugt eine Kreuzimmunität für die schwereren, also viel schwerer normalerweise auftretenden Pocken. Und das ist ein durchaus schwieriges Verfahren, diese Kuhpocken zu gewinnen, weil früher, also im frühen 18. Jahrhundert, versucht man diese Impfung von Arm zu Arm weiter zu verbreiten. Also man wird so klein infiziert, kleinere Kinder mit den Kuhpocken und dann wird aus den Pusteln dieser Kinder Material gewonnen, um weitere Kinder zu infizieren oder beziehungsweise damit zu impfen. Das ist ein Verfahren, bei dem auch potenziell andere Krankheiten übertragen werden können und deshalb beginnt man ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Kuhpocken wieder direkt aus den Kühen selbst zu gewinnen. Und ein Vorläufer, ein Pionier in diesem Bereich ist Moritz Hay, der das erste staatlich konzessionierte Kuhpockenimpfinstitut oder die Kuhpockenimpfungsanstalt innehat. Und er beginnt sozusagen die Kuhpocken direkt aus den Kühen zu gewinnen und diese Impfbestecke, die Sie hier sehen oder hier auch, wie sie in den Sammlungen des Josephinums zu finden sind, in der ganzen Monarchie zu verschicken. Und es kommt hier zuerst mal massenweise geimpft werden gegen die Pocken, was einen wirklich durchschlagenden Erfolg hat. Und die Pocken nehmen mit Virulität im 19. Jahrhundert durchaus die ganze Zeit ab. Aber, und ich möchte nur zu einer letzten Seuche kommen, über die ich heute noch kurz sprechen werde, auch die Pocken sind sozusagen theoretisch zumindest bekämpfbar im 18. Jahrhundert, aber es gibt eine andere Seuche, die das 19. Jahrhundert mehr als viele andere prägt und gegen die zumindest zum damaligen Zeitpunkt kein Kraut gewachsen zu sein scheint. Und das ist die Cholera. Und gegen die Cholera versucht man wirklich alles Mögliche zu unternehmen. Sie verbreitet sich durch verseuchtes Grundwasser und dagegen kann man mit den damaligen Methoden so gut wie nichts machen. Aber man versucht alles Mögliche, wie schon erwähnt, unter anderem versucht man auch Briefe zu desinfizieren, die aus Cholera-Gebieten kommen. Was Sie hier sehen, ist eine meiner Meinung nach interessantesten Objekt aus den Sammlungen des Josephinums, eine Cholera-Trommel. Und in dieses Gitter werden Briefe gefüllt und unten wird sozusagen mit Gewürzen oder anderen Gerüchen angerauchter Rauch durch diese Tonne gejagt und man hat damit gehofft, sozusagen das Miasma oder irgendwelche giftigen Dämpfe, die sich darauf angeklebt haben könnten,
zu beseitigen. Das hat natürlich überhaupt nichts gebracht, aber in den kommenden Jahrzehnten findet man durchaus Methoden, gegen die Cholera vorzugehen, aber sie liegen nicht in der Impfung wie bei den Pocken, sondern in einem Sanitärsystem, das sich langsam aber sicher aufbaut. Und Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt man schon ein bisschen genauer nachzuvollziehen, wo die Cholerafälle in verschiedenen Städten auftreten. Und unter anderem tut man das in Wien. Ich zeige Ihnen eine Karte, die das Josephinum hat. Das ist ein relativ großes Objekt. Ich zeige Ihnen einen kleineren Ausschnitt daraus auch noch. Sie hier sehen, das ist der erste Bezirk. Und Sie können hier sehen, wo und in welchen Häusern Cholerafälle aufgetreten sind. Und man hat damit versucht, sozusagen nachzuvollziehen, durch welches Grundwasser oder wie die Pocken sich hier verbreiten. Und wie Sie hier sehen, ist diese Karte aus dem Jahr 1873. Und das ist nicht unverwunderlicherweise die letzte große Choleraepidemie in Wien, weil 1873 wird die erste Wiener Hochquellwasserleitung gebaut und danach gibt es keine weiteren Choleraepidemien. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz sozusagen ein Resümee ziehen. Und ich glaube, dass man aus diesen Objekten sehr schön sieht, dass sowohl was in der Bürokratisierung passiert, als auch in der Impfung, als auch in der Möglichkeit sozusagen der Kartografie nachzuvollziehen, wo sich die Krankheit ausbreitet und wie sie sich ausbreitet, sehr schön sehen kann, dass die meisten der heute angewandten Techniken der Seuchenbekämpfung ihren Ursprung schon im 17., 18., 19. Jahrhundert haben und dass wir wirklich auf einer langen Seuchengeschichte aufbauen können. Aber weder die Sammlungen des Josephinums noch die Medizingeschichte enden natürlich im 19. Jahrhundert, sondern diese ganze Geschichte geht, wie wir alle wissen, ins 20. und im 21. Jahrhundert weiter. Und über eine der ganz großen Epidemien des 20. Jahrhunderts wird Herwig Tschech jetzt ein bisschen mehr erzählen. Vielen Dank. Danke, Jakob, für die schönen Beiträge hier. Und ich freue mich, als nächsten Herwig Tschech anzukündigen. Er hat das Studium der Geschichtswissenschaften an den Universitäten Graz, Wien, Paris und Duke in North Carolina absolviert. 2007 mit einer Arbeit zum Wiener Gesundheitswesen im Nationalsozialismus promoviert. Er hat von 2011 bis 2014 das Apart-Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gehabt und ist seit Mai 2020 Professor für die Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung der medizinischen Zeitgeschichte an der Medizinischen Universität Wien. Darüber hinaus ist er, und das ist sehr erfreulich für uns und für ihn und für die Kommission, seit 2021 Mitglied der Lancet Commission on Medicine and the Holocaust. Bitte. Ja, vielen Dank, Christiane Drummel, für die freundliche Vorstellung und Einleitung. Danke, Jakob, dass du mir den Ball zugeschoben hast für das neue Thema. Und ich freue mich natürlich auch sehr, über diese Gelegenheit hier sprechen zu können. Und mein ganz besonderer Dank gilt dem Alumni-Club für diese ausgezeichnet organisierte Veranstaltung. Thema meines Impulsvortrages ist die Influenza-Pandemie der Jahre 1918-1919, die als spanische Grippe in die Geschichte eingegangen ist, unabhängig davon, ob diese Bezeichnung nun gerecht ist oder nicht. Es handelt sich nach ziemlich übereinstimmenden Einschätzungen um eine der tödlichsten Pandemien der Menschheitsgeschichte überhaupt. Mit ziemlicher Sicherheit kann man das annehmen, wenn man die absoluten Todeszahlen als Maßstab nimmt. Und die Angaben zu den konkreten Opferzahlen, und das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, obwohl wir uns hier im frühen 20. Jahrhundert befinden, klaffen immer noch sehr weit auseinander. Man kann eine realistische Einschätzung nach meiner Meinung ungefähr ansetzen zwischen 17,5 Millionen und 50 Millionen Toten. Das ist sozusagen das vorsichtig realistische Spektrum dieser Größenordnung. Aber es gibt eben bis heute da große Unsicherheiten. Wenn man nach dem Platz der spanischen Grippe in der historischen Erinnerung fragt, dann stößt man sehr schnell auf ein Paradoxon. Und eben gemessen an diesen schrecklichen Auswirkungen, die diese Krankheit also zweifellos hatte,
galt sie trotzdem lange Zeit als die vergessene Pandemie eigentlich, die im Schatten des Ersten Weltkrieges ihr Dasein fristete. Und das gilt sowohl für die Historiografie als auch für das breitere öffentliche geschichtliche Bewusstsein oder die kollektive Erinnerung, wie man das auch nennt. Und das hat sich eigentlich erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts grundlegend geändert. Und ich glaube, es ist eine sehr spannende Frage, warum das so war. Und das können wir vielleicht in die Diskussion auch mitnehmen. Wenn man die zeitgenössische Berichterstattung, also der damaligen Zeit, studiert, dann kann man dennoch bereits von so etwas wie einem Medienereignis im modernen Sinne sprechen, wenn auch mit Einschränkungen. Und das ist sicher eine der Gemeinsamkeiten, die sich aufdrängen, wenn man die spanische Grippe mit der gegenwärtigen oder aktuellen Covid-19-Pandemie vergleicht. Die erwähnten Einschränkungen dieses Medienereignisses haben ganz konkrete Gründe im Ersten Weltkrieg und damit verbunden in der Militärzensur, die in den kriegsführenden Staaten die Berichterstattung eingeschränkt hat. Daher konnte das lesende Publikum in Wien, man kann das heute gut nachvollziehen, in erster Linie die schrecklichen Auswirkungen der spanischen Krankheit bei den Kriegsgegnern, Frankreich und Großbritannien etwa, nachverfolgen oder auch in neutralen Staaten wie der Schweiz. Während die Nachrichten aus Österreich, Ungarn selbst oder auch aus dem verbündeten Deutschland wesentlich zurückhaltender und zögerlicher waren. Die Zensur wird auch sehr oft dafür verantwortlich gemacht, dass es eben zu diesem mehrere Jahrzehnte dauernden Vergessen, kollektiven Vergessen dieser Pandemie dann gekommen ist. Und dieser Vorwurf gesellt sich sozusagen zu dem Vorwurf, eben auch für die etwas ungerechte Benennung der Krankheit als spanische Grippe verantwortlich zu sein. Das hat seinen Ursprung eben darin, dass aus Spanien relativ ungehindert berichtet werden konnte und daher die ersten Nachrichten von dieser damals neuen Krankheit der vermeintlich neuen Krankheit eben aus Spanien an die Weltöffentlichkeit gelangten. Wenn man jetzt tatsächlich die Berichterstattung von 1918 ansieht, so kann man trotzdem vielleicht überraschend feststellen, dass sich vom Frühsommer 1918 an gehäuft Nachrichten über die Ausbreitung und die Auswirkungen der Grippe finden. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, das ist die Neue Freie Presse vom 2. Juli 1918. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Das funktioniert natürlich. Vereinzelte Fälle der spanischen Grippe in Wien. Und wir haben hier einen ungenannten Wiener Pathologen, wir wissen nicht, ob er vom Vorläufer der Meduni oder aus einem der Wiener Krankenhäuser stammte, wird zitiert mit seiner Einschätzung dieser neuen Seuche. Er benennt die Krankheit bereits korrekt als Influenza. Und diese Influenza war vielen Zeitgenossen damals noch in Erinnerung, in lebhafter Erinnerung aufgrund einer früheren Pandemie 1889-90. Die für die Zeitgenossen, insbesondere auch für die medizinischen Experten, den Erfahrungshorizont schlechthin darstellte, von dem aus sie mit dieser neuen Situation, also diese neue Situation gedeutet haben und damit umgegangen sind. Bezüglich des möglichen Erregers haben wir hier sozusagen eine eigenständige Theorie und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich lesbar ist mit dieser abgefilmten Präsentation. Grundsätzlich gab es damals eine herrschende Lehrmeinung, seit 1892 hatte Richard Pfeiffer, ein Breslauer Bakteriologe, Schüler von Robert Koch, das sogenannte Pfeiffersche Bacillus als Erreger der Influenza postuliert. Und das war eben mit Beginn dieser neuen Krankheit 1918 die herrschende Lehrmeinung, die aber auch von Anfang an, auch von diesem ungenannten Wiener Wissenschaftler, auch stark in Zweifel gezogen worden ist. Und was auch interessant ist an diesem Beitrag, auch das zieht sich dann wie ein roter Faden durch viele ähnliche Berichte, ist im Grunde eine Entwarnung. Also der Betroffene oder Betreffende ist der Meinung, dass die bevorstehenden Sommermonate die Ausbreitung des Erregers, also die Ausbreitung des Erregers eine natürliche Grenze setzen würden und dass damit an eine epidemische Ausbreitung der, Zitat, harmlosen Seuche, Zitat, kaum mehr zu denken sei. Also im Juli im Grunde ist die Sache schon ausgestanden. Und das war natürlich natürlich sagen wir im Rückblick mit dem etwas besserwisserischen Zugang der Historiker oder derer, die zurückblicken können, das war eine schwerwiegende Fehleinschätzung. Die Influenza galt vielen Medizinern damals als eine im Grunde harmlose Erkrankung. Und das war auch der Tenor der folgenden Meldung in der Deutschen Volkszeitung vom 21. August 1918, also einige Wochen später, im Deutschen Volksblatt, Entschuldigung.
Und hier ging es um den Verdacht, dass es sich bei einigen in der Schweiz aufgetretenen Todesfällen um Fälle der Lungenpest handelt. Und das ist auch sehr interessant. Die österreichischen Behörden haben das ernst genug genommen, um einen ausgewiesenen Pestexperten, Anton Gohn, loszuschicken und dieser Sache nachzugehen. Und nachdem der gewissermaßen entwarnt hat, gesagt hat, das ist nur die Grippe, das ist nur die Influenza, konnte man sozusagen kurzfristig verhängte Grenzsperren aufheben. Es handelt sich eben nur um die bereits bekannte Grippe, keine ernsthafte Bedrohung, jedenfalls nichts im Vergleich zu der damals auch noch zu Recht gefürchteten Lungenpest. Und so kam es, dass Österreich, das im Juli 1918 als eines der allerersten Länder überhaupt ein Gesundheitsministerium errichtet hatte, völlig unvorbereitet in diese zweite tödliche Herbstwelle der spanischen Grippe lief. Und diese Herbstwelle, die erzwang dann viele von den Maßnahmen, die wir mittlerweile alle sattsam kennen: Verbot öffentlicher Versammlungen, Schließung von Theatern, von Kinos, Schulen wurden geschlossen, Grenzschließungen fallweise und Ähnliches. Trotzdem waren die meisten Mediziner auch an diesem Punkt noch der Meinung, dass man im Grunde den natürlichen Ablauf dieser Epidemie kaum mit Maßnahmen beeinflussen könnte, jedenfalls nicht ohne das gesamte gesellschaftliche, wirtschaftliche Leben und damit auch, dürfen wir nicht vergessen, die Kriegsführung lahmzulegen. Und das lässt sich sehr gut belegen an einem, man kann sagen, ikonischen Objekt mittlerweile dieser Epidemie, nämlich den Atemschutzmasken. In den Sammlungen des Josephinum, und damit knüpfe ich ein bisschen bei Jakob Lehne an, in den Sammlungen des Josephinum hat diese spanische Grippe von 1918 kaum Spuren hinterlassen. Wir haben kaum aussagekräftige Objekte. Und der Grund ist sicher auch interessant, dem nachzugehen. Wir haben eine einzige Atemschutzmaske aus jener Zeit. Die stammt aber bezeichnenderweise aus England. Die wurde vom Gründer des Instituts für Medizingeschichte, Max Neuburger, im englischen Exil, er wurde 1938 als Jude vertrieben, erworben für die Sammlung. Und man muss auch hier die Frage stellen, ob die tatsächlich 1918, 1919 im Einsatz war, verwendet worden ist. Es ist aus meiner Sicht etwas plausibler anzunehmen, dass das eine Reaktion ist auf diese Influenza-Pandemie und auf die daraus hervorgerufenen Ängste vor Menschenansammlungen, vor Ansteckung etc. Also sozusagen ein Lifestyle-Produkt, wenn man das so will, das wahrscheinlich eher erst gegen Ende dieser Pandemie auf den Markt kam. In Österreich wurden solche Atemschutzmasken, solche oder ähnliche, offenbar kaum eingesetzt, obwohl man verschiedentlich Berichte findet von Experimenten, also Versuchen mit solchen Masken, in der Schweiz wiederum, auch in Schweden. Aber wie gesagt, es gab keinen nachweisbaren Einsatz. Das war in den USA ganz anders, wo sehr viele der mittlerweile fast ikonischen Fotos dieser Pandemie solche Masken zeigen. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Das ist ein Lazarett, Camp Funston in Kansas. Auch deshalb ein interessanter Ort, weil das jener Bundesstaat ist, der bis heute sozusagen der wahrscheinlichste Ursprungsort dieser Pandemie gilt. Wir sehen, dass sowohl beim Pflegepersonal als auch unter den Patienten solche Masken getragen worden sind. Nicht ganz lückenlos natürlich, aber doch. Und wir sehen auch hier noch ein Beispiel. Das sind Polizisten in Seattle, die auch alle entsprechend ausgerüstet sind. In Österreich wurden die Atemschutzmasken vor allem, das ist meine These, mein Eindruck, mit den an der Front eingesetzten Gasmasken assoziiert und auch entsprechend abgelehnt. Das haben wir sowohl von offizieller Seite sozusagen wird diese Verbindung hergestellt. Man kann jetzt nicht die ganze Bevölkerung in Gasmasken stecken. Das war aber auch Gegenstand satirischer Bearbeitung sozusagen, wie hier an diesem Beispiel aus der Muskete, einer satirischen Wochenzeitschrift, die in Wien auch erschienen ist. Und hier sehen wir also, dass das, was mittlerweile sozusagen als Erleichterung gefeiert wird, damals als eigentlich völlig absurde Idee gebrandmarkt worden ist. In Österreich fiel die zweite tödliche Welle genau in die letzten Wochen des Krieges und damit die letzten Wochen der Existenz der österreich-ungarischen Monarchie. Am 2. November 1918 meldet die Neue Freie Presse den Tod des Malers von Egon Schiele, der 26-jährig der Grippe erlegen ist, zwei Tage nachdem seine Frau der gleichen Krankheit zum Opfer gefallen ist. An diesem gleichen 2. November aus Paris werden immer noch 400 Tote pro Tag gemeldet,
öffnen die Wiener Theater wieder ihre Vorstellungen. Die meisten Häuser, auch das können wir aus den gleichen Zeitungen entnehmen, sind ausverkauft. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein, uns auch Fragen zu schicken, die wir dann gemeinsam mit den Historikern diskutieren können, Antworten hier bringen können. Wir haben an sich auch Fragen mit und vielleicht fangen wir gleich einmal mit einer Frage von uns an und gehen einfach einmal weiter mit der spanischen Grippe. Welchen Zusammenhang gab es denn zwischen der Pandemie und dem Ersten Weltkrieg? War das nur überhaupt ein zufälliges Zusammentreffen oder gibt es da auch Kausalitäten, die wir hier besprechen können? Also das ist eine hochinteressante, auch sehr komplexe und bis heute jedenfalls nicht abschließend beantwortete Frage. Der Zusammenhang zeitlich ist ja offensichtlich. Trotzdem muss man sagen, dass ein großer Teil der Historiografie zum Ersten Weltkrieg lange Zeit diese spanische Grippe weitestgehend ignoriert oder vernachlässigt hat. Also da sind einige Werke, wo sich die Autoren wahrscheinlich im Nachhinein sozusagen ein bisschen in den Finger beißen, dass sie das übersehen haben. Über die Gründe darüber kann man sprechen. Das ist nicht ganz einfach zu erklären. Mittlerweile glaube ich, dass sie in der Geschichtswissenschaft eine ganze Reihe von voneinander zu trennenden Fragen etabliert haben. Eine Frage ist sicher, was die Entstehung betrifft. Ja, wenn wir es ein bisschen systematisch betrachten, so stellt sich heute die Frage, ob die Bedingungen für die, für die Emergence, also für die Entstehung dieses wirklich hochinfektiösen und tödlichen Virus in der zweiten Welle etwas zu tun hat mit der massenhaften, mit dem massenhaften Zusammenleben, Zusammensperren, wenn man das so will, von insbesondere Soldaten, natürlich Truppen in allen kriegsführenden Ländern mit dem massenhaften Transit und der Bewegung von diesen Menschen. Für die Ausbreitung der Krankheit gilt das ganz sicher. Also man sieht es schon in den damaligen Zeitungen. Brest zum Beispiel wird ganz früh identifiziert als ein Hotspot dieser Krankheit. Das war der Kriegshafen der USA in Europa. Man kann einzelne Züge dieser Seuche sozusagen nachvollziehen mit bestimmten Truppentransportern. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Eine Frage, die schwieriger zu beantworten ist, ist die Auswirkung der Seuche auf den Ersten Weltkrieg, also auf den militärischen Verlauf. Da gibt es einzelne Studien, die durchaus deutlichen Zusammenhang nahelegen, insbesondere auf die Frühlingsoffensive der deutschen Seite. Das gibt es sozusagen für einzelne Truppenteile, aber eine Gesamtschau, das wäre eine derartige Datenmenge, die dazu bearbeiten wäre, also das ist noch eine Aufgabe für die Zukunft. Ich glaube, man kann aber allgemein sagen, um das nicht zu sehr auszudehnen, dass sich die Auffassung der spanischen Grippe als genuine Kriegsseuche zunehmend durchsetzt und durchsetzen wird. Also dass das eigentlich untrennbar verbunden ist. Okay, vielen Dank. Vielleicht greife ich auch eine Frage auf, die hereingekommen ist und die sich auch noch mit der spanischen Grippe befasst, aber die natürlich alle anderen Epidemien genauso tangiert. Und zwar, die Frage lautet, wir können täglich Infektionszahlen, Sterberaten, Inzidenz nachlesen in den Medien, Pressekonferenzen informieren über Maßnahmen und Regeln. Wo sind während der spanischen Grippe Daten gesammelt und Maßnahmen kommuniziert worden? Also prinzipiell gab es schon damals eine ausgebaute ein Gesundheitswesen, das Volksgesundheitsamt konkret. Und ich habe auch erwähnt, dass es ein relativ frisch gebackenes Gesundheitsministerium gab in Österreich. Das heißt, diese Daten wurden gesammelt, allerdings mit der großen Einschränkung. Erstens gab es keinerlei spezifische Testmöglichkeit sozusagen. Man wusste nicht einmal, mit welchem Erreger man es zu tun hatte. Und man hatte auch sehr früh auf eine Anzeigepflicht verzichtet. Aus dem einfachen Grund, weil man der Meinung war, dass die Krankheit nicht spezifisch zu diagnostizieren war. Und es vielleicht auch kein allzu großes Interesse gab, diese Daten überhaupt festzustellen. Was wir jetzt wissen über die Sterblichkeit und auch die Morbidität während dieser Grippeepidemie in Österreich, wurde im Wesentlichen 1921 von dem Chefstatistiker des Volksgesundheitsamtes zusammengetragen oder publiziert. Also er konnte sich da schon auf Fragebögen und alle möglichen Daten, die gesammelt worden sind, verlassen. Aber natürlich ist es weit entfernt von der, zumindest vom Prinzip und dem Ideal her, fast Echtzeitberichterstattung, die wir heute haben. Danke sehr.
Vielleicht eine Frage, die der Jakob hervorragend beantworten wird können, die Sie sich ja auch in gewisser Weise an Max Neuburger sozusagen richtet. Können Sie noch mehr zur Herkunft der Exponate im Josephinum erzählen? Woher kommen die Stücke zur spanischen Grippe, Cholera, Pocken und Pest? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil die Stücke kommen aus sehr unterschiedlichen Provenienzen. Also es ist so, dass das Josephinum natürlich als Militärakademie einen Grundstock an sozusagen so Exponaten hatte, also sowohl die Wachsmodelle als auch eine größere Sammlung an chirurgischen Instrumenten. Aber erst mit dem Einzug des Instituts für Geschichte der Medizin 1920, das hängt auch direkt mehr oder weniger mit der spanischen Grippe zusammen, im Josephinum findet eine Erweiterung dieser Bestände statt. Max Neuburger, der erste Professor für Geschichte der Medizin an der Universität Wien, hat begonnen, privat mehr oder weniger schon eine große Sammlung anzulegen. Es gab dafür aber nie wirklich Platz an der Universität. Und durch den Zerfall Österreich-Ungarns und sozusagen durch dass das Josephinum zu dem Zeitpunkt plötzlich frei war, hatte er die Möglichkeit, diese ganzen Exponate direkt sozusagen im Josephinum unterzubringen. Es dürften da auch sehr große Kostbarkeiten gewesen sein, die wir leider nicht mehr besitzen. Die dürften dann bei weiteren Kriegshandlungen verschwunden sein, unter anderem mein Stethoskop von Laennec. Aber es hat sich ein großer Teil dieser Sammlung erhalten, der teilweise jetzt in der Bibliothek ist, aber auch eben in den Sammlungen selbst. In der Zwischenzeit ist natürlich einiges dazugekommen. Wir bekommen regelmäßig Nachlässe und uns wird auch das häufiger etwas angeboten aus der Medizingeschichte. Manches wurde auch in der Vergangenheit angekauft und ich weiß nicht, ob wir hier auch einen Aufruf starten dürfen, uns gerne auch weitere Exponate zukommen zu lassen oder zumindest einmal anzufragen, ob wir vielleicht Interesse haben, weil wir schauen uns das alles auf jeden Fall sehr, sehr gerne an. Ja, vielleicht kann ich hier noch dazu fügen, dass wir auch nicht müßig waren, was die Erinnerung in der Zukunft an Corona betrifft. Wir haben die ersten mehr oder weniger Samples von einer der Impfungen, nämlich von BioNTech Pfizer bekommen. Wir haben auch diese große Thermobox bekommen, in der die sehr auf sehr niedrigen Temperaturen zu transportierenden Impfstoffe hierher gereist sind. Also ich glaube, wir können auch noch einige andere Dinge zeigen und die werden wir auch zeigen in der nächsten Ausstellung, wenn das Josephinum wieder eröffnet. Nichtsdestotrotz kann ich vielleicht den Aufruf erweitern, dass wir natürlich nicht nur pandemiebezogene Inhalte sammeln, sondern dass wir auch andere Dinge, die die Medizingeschichte illustrieren, hier gerne haben möchten und ausstellen werden, weil jede Sammlung lebt auch von einer regen weiteren Tätigkeit. Ich denke, dass wir weitere Fragen haben, und zwar, was wahrscheinlich jeden interessiert, der hofft, dass Corona demnächst offiziell beendet sein wird, ist die Frage, was weiß man über Faktoren oder Ereignisse, die zum Ende der spanischen Grippe geführt haben? Das ist eine knifflige Frage, vor allem wenn man da zu große Hoffnungen weckt. Prinzipiell war ein großer Teil der Bevölkerung tatsächlich sozusagen von dem Erreger betroffen. Es gab eine sehr weitgehende Durchseuchung, natürlich von Europa, von den USA, aber bis hin in die entlegensten Gegenden und Erdteile, inklusive vieler Inseln, wo das irgendwann einmal sozusagen durchgeschlagen hat. Das heißt, eine Kombination aus also Herdenimmunität spielte sicher eine große Rolle. Ein Faktor ist sicher auch die Saisonalität. Aber letztlich gibt es nicht die eine Erklärung, warum das Virus sich sozusagen zurückgezogen hat. Es ist ja nicht verschwunden. Gut, manche Dinge bleiben halt im Unerkannten, Unentdeckten, aber im Hoffnungsvollen sozusagen. Hier noch eine Frage, wo ich gar nicht weiß, ob wir die beantworten können, aber man kann sie ja einmal vorlesen. Vielleicht gibt es hier Informationen. In der gegenwärtigen Pandemie wurde das Volumen an Forschungsfördergeldern hinsichtlich Covid-19 deutlich erhöht.
War das in der Zeit der spanischen Grippe auch der Fall und wenn ja, wo? Also natürlich war die sozusagen die Jagd auf den Erreger, wenn man das etwas dramatisch formulieren will, aber Dramatik ist durchaus angebracht in dem Kontext. Und die Suche nach möglichen Heilmitteln, große Priorität. Das sieht man insbesondere auch in den USA beispielsweise, wo sowohl im Militär als auch im zivilen Bereich sozusagen die Spitzenleute der damaligen Bakteriologie sich auf dieses Problem natürlich zubewegt und gestürzt haben. Auch in Deutschland, das fällt sozusagen in die Hochblüte, wenn man das so will, der klassischen Bakteriologie. Die Virologie war ja gerade erst in ihren Kinderschuhen, wenn man das so will, hat es natürlich sehr schnell sozusagen großes Interesse hervorgerufen wissenschaftlich. Gleichzeitig die Zeit 1918, 19 war auch zu kurz, um da wirklich entscheidende Durchbrüche zu verzeichnen. Man darf nicht vergessen, man konnte damals, also das nächste, dass man diesem Erreger gekommen ist, war grundsätzlich zu postulieren, dass es sich um ein Virus handelt, dass es filtrierbar ist. Das heißt, sozusagen die feinsten damals vorhandenen Filter, an denen Bakterien hängen bleiben hätten müssen, passieren konnte. Es gab schon im Sommer 1918 einen publizierten Selbstversuch von einem deutschen Bakteriologen, der sich selbst sozusagen die Grippe zugefügt hatte mit seinem Filtrat und damit den Nachweis erbracht hatte, dass es sich um ein invisibles Virus handelt, wie er das formuliert hat. Das hat aber noch über Jahre sozusagen konkurriert mit dieser pfeifferschen Hypothese, beziehungsweise auch mit anderen postulierten Bakterien als Krankheitserregern. Und man hat auch insbesondere bei den schweren Verläufen, die mit Lungenentzündungen meistens einhergegangen sind, halt auch sozusagen die bekannten verdächtigen Pneumokokken und andere Bakterien verantwortlich gemacht. Also man war da weit davon entfernt, noch während die Pandemie lief, in irgendeiner Weise einen wissenschaftlichen Konsens oder einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Vielleicht widmen wir uns auch ein paar Fragen, die etwas über das Medizinische hinausgehen und vor allem die Frage Quarantäne und Wirtschaft. Wir haben ja gehört, dass Josef hier auch schon einen bedeutenden Faktor gesehen hat oder hier eine Notwendigkeit, die Wirtschaft nicht zum Erliegen zu bringen. Wie schaut es denn sonst aus? Was für Überlegungen gab es denn noch in Bezug auf das Verhältnis von Gesundheit des Einzelnen und Wirtschaft des gesamten Volkes? Das ist eine sehr gute Frage, weil also schon seit dem Anfang der Quarantänemaßnahmen, also schon im 15. und 16. Jahrhundert, wurde die Frage, wie wirtschaftlich diese Maßnahmen sind oder ob die Wirtschaft damit gefährdet wird, durchaus diskutiert. Besonders gute Vergleichsbeispiele gibt es bei verschiedenen norditalienischen Städten. Und da wurden wirklich in unterschiedlichen Städten, die wirklich einzeln verwaltet wurden, jeweils unterschiedliche Maßnahmen gesetzt. Und man kann aus den Archiven sehr gut rekonstruieren, dass in jeder dieser Städte ähnliche Diskussionen geführt wurden. Und es wurde gesagt, in Pisa wurde eine Art Lockdown verhängt, aber die Leute durften trotzdem wieder ausreisen. Was hat das sozusagen für die Wirtschaft für Folgen gehabt? Und man versucht wirklich in unterschiedlichen Städten ganz unterschiedliche Ansätze zu wählen. Und das ist interessant, dass das auch zu größeren Diskussionen sozusagen auch auf parlamentarischen, also sozusagen vorparlamentarischen Ebenen führt. In Florenz zum Beispiel wird im 16. Jahrhundert ein totaler Lockdown beschlossen. 30 Tage lang darf niemand Florenz verlassen, ja sogar fast niemand das eigene Haus. Aber es wird der Bevölkerung und es muss der Bevölkerung im Gegenzug zugesagt werden, dass sie für diese 30 Tage selbstverständlich mit Essen, aber auch mit Wein versorgt werden. Also diese Diskussionen gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit. Vielleicht dann noch gleich eine Frage, die damit zusammenhängt. Haben sich Seuchen früher langsamer oder weniger weit verbreitet, als die Globalisierung noch nicht so ausgeprägt war? Vor der Pandemie wurde so viel weltweit geflogen, Großveranstaltungen besucht etc. Dieser Lifestyle hilft der Verbreitung des Virus doch unheimlich verglichen mit früheren Jahrhunderten. Stimmt das? Also ich denke, was sich auf jeden Fall sagen lässt, ist, dass es schon in der Vergangenheit Pandemien gegeben hat. Also die Krankheiten, über die wir vorher gesprochen haben, die Pocken, auch die Pest, auch die spanische Grippe, haben sich weltweit verbreitet. Und da waren sozusagen die Globalisierung zu unterschiedlichen Zeitpunkten noch nicht so weit fortgeschritten, wie sie das heute ist. Was sicher doch stimmt, ist, dass dieser Prozess sich deutlich beschleunigt hat.
Also sozusagen nicht nur, dass die Verkehrsmittel schneller geworden sind, sondern auch, dass mehr Leute reisen. Also sozusagen, ich würde sagen, das Prinzip hat sich eigentlich nicht verändert, es ist aber die Geschwindigkeit, mit der sozusagen dieser Prozess passiert. Vielleicht kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Und zwar haben wir jetzt in der letzten Zeit wieder eben dadurch auch, dass Präsident Biden einen Vorstoß gemacht hat, wieder herauszufinden, ob nun denn doch Corona aus einem Labor entwichen ist oder auch nicht. Das gibt uns jetzt wieder andere Fragen, auch in Bezug auf die Vergangenheit. Es gab doch etwas, was sich Laborpest in Wien nannte. Was ist denn darunter, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, die Laborpest von 1898 ist eine der interessantesten Episoden der Wiener Wissenschaftsgeschichte und sie tritt auf im Zuge einer, sozusagen Globalisierung ist hier das richtige Stichwort, im Zuge einer Forschungsexpedition, die 1897 nach Bombay, dem heutigen Mumbai, aufbricht. Und die Wiener Forscher, die dort in Mumbai forschen, kommen nach 2 Monaten wieder zurück und man versucht mit den dort gewonnenen Bakterienkulturen auch hier weiter zu forschen. Im alten AKH, also unweit von hier, in dem das Labor untergebracht ist, herrschen aber relativ katastrophale Zustände. Und ein Laboratoriumsdiener, wie dieser Beruf damals genannt wird, infiziert sich mit der Pest. Und im Zuge in den kommenden Tagen infizieren sich auch die ihn pflegende Krankenschwester und der vormalige Expeditionsleiter Hermann Franz Müller. Und es bricht natürlich Panik aus, auch das lässt sich durch die Zeitungsberichte der damaligen Zeit relativ gut nachvollziehen. Und es gibt eine sehr, sehr große Diskussion, ob an österreichischen oder in Wiener Laboratorien überhaupt an Bakterien sozusagen nicht österreichischer Provenienz geforscht werden soll. Also sozusagen hier gibt es durchaus Skepsis, aber vor allem gibt es Skepsis gegenüber den Zuständen oder sozusagen Kritik an den Zuständen, die im alten AKH zum damaligen Zeitpunkt herrschen. Die Pest breitet sich zwar in Wien nicht weiter aus, aber es kommt danach zu einem großen Umdenken, was sozusagen die Wiener Gesundheit im Allgemeinen angeht. Und kurz darauf werden erste ernsthafte Pläne geschmiedet, die Universität Wien bzw. das medizinische Dekanat aus dem alten AKH in neue Kliniken zu übersiedeln. Und der Bau der neuen Kliniken, also im Pavillon-Stil, wie sie heute das Rektorat beherbergen zum Beispiel, ist sozusagen eine direkte Konsequenz dieser Laborpest aus dem späten 19. Jahrhundert. Wir sind jetzt von der spanischen Grippe wieder zurück etwas zur Pest gekommen. Die Pest gibt es kaum mehr oder dieser Schrecken, den sie in den vergangenen Jahrhunderten verbreitet hat und mit den wunderbaren Pestsäulen auf unseren Plätzen geendet hat, den kann sie nicht mehr verbreiten. Aber es gibt ja auch noch andere Erkrankungen, die in der Vergangenheit sehr gefürchtet waren, eben wie die Pocken, die ja auch zu einer sehr hohen Zahl an Todesfällen geführt haben. Wie ist es denn der Menschheit gelungen, die Pocken auszurotten? Und wie sehen wir im geschichtlichen Vergleich, vielleicht kann jeder von euch etwas dazu sagen, die Möglichkeit der Ausrottung anderer derart schwerer Erkrankungen? Ja, vielleicht kann ich zuerst ganz kurz was über die verschiedenen Stadien der Pockenausrottung sagen. Ich habe vorher schon ganz kurz über die verschiedenen Möglichkeiten der Impfung im 18. Jahrhundert gesprochen. Also zuerst gibt es eine Form der Variolisation, bei dem sozusagen von Pustelmaterial von infizierten Personen nicht infizierten eingebracht wird, was normalerweise zu einem leichten Verlauf führt. Wie schon erwähnt, steigt man Ende des 18. Jahrhunderts dazu, um das Ganze aus Kühen bzw. mit Kuhpocken zu machen. Aber durch das ganze 19. Jahrhundert gehen die Pocken zwar zurück, sie sind auch sozusagen, es ist eine funktionsfähige Impfung da, aber es lassen sich oftmals nicht genug Leute impfen und etwas, das bis ins 20. Jahrhundert besteht, es gibt Weltgegenden, in denen die Impfung sozusagen nicht so erhältlich ist wie zum Beispiel in Österreich.
Aber Mitte des 20. Jahrhunderts, genau genommen 1958, schlägt die Sowjetunion vor, bei der WHO ein großes Pocken-Ausrottungsprogramm sozusagen zu starten. Und man beginnt, sozusagen die Sowjets liefern die Medizin und die USA liefern die Leute, wirklich großflächig gegen die Pocken vorzugehen, auch in Ländern, in denen bis jetzt kaum dagegen vorgegangen wurde. Man versucht dabei, unterschiedliche Techniken anzuwenden. Auf der einen Seite zuerst wird versucht, wirklich massenhaft zu impfen und es stellt sich dann heraus, dass viel zu viele Leute geimpft werden müssten. Und dann beginnt man sozusagen Ringimpfungen durchzuführen, also wirklich um Pockenherde herum zu impfen. Und das erweist sich als wirklich sehr geeignetes Mittel. Und bis in Mitte der 70er Jahre sind die Pocken eigentlich fast ausgerottet. Also 1975 gibt es die letzten Fälle und 1980 gelten die Pocken, seit 1980 gelten die Pocken offiziell als ausgerottet und sind damit die einzige Krankheit, die nur den Menschen befallen hat, die wirklich als vollkommen ausgerottet gelten darf. Darf ich auf die vorhergehende Frage noch antworten? Also Laborpest ist natürlich eine hochinteressante Episode aus vielen Gründen. Aber auch der Erreger der spanischen Grippe, also das Subtyp Influenza-Virus H1N1, kehrt sozusagen 1977 wieder, ist eine Art Wiedergänger, genetischer Wiedergänger mit einigen Charakteristika, die nach übereinstimmenden Meinungen darauf hindeuten, dass es eigentlich einen natürlichen Ursprung ausschließt. Es wirkt nämlich sozusagen von der Genetik und von der Zusammensetzung so, als ob das 1949 oder 51 eingefroren worden wäre und sozusagen fast 30 Jahre Evolution übersprungen hätte. Und hier gibt es unterschiedliche Hypothesen, die geprüft werden. Ein Laborunfall ist eine davon, wird aber eher als weniger wahrscheinlich eingeschätzt. Ein Biowaffenangriff wurde auch zumindest sozusagen als Hypothese überprüft, aber auch das ist unwahrscheinlich. Aber was durchaus eine plausible Annahme oder Möglichkeit ist, dass es im Zusammenhang mit Versuchen von Impfstoffen, also Versuchen mit dem Influenza-Impfstoff in der Sowjetunion dazu gekommen ist, dass dieses Virus seine Virulenz gewonnen hat wieder und sich epidemieartig, also keine Pandemie diesmal verursacht, wieder verbreitet hat. Also es gibt durchaus sozusagen eine gewisse Wechselwirkung zwischen dem Labor natürlich und der Umwelt, wenn man das so will, die ihre eigene Geschichte hat. Jetzt ist doch eindeutig gewesen, dass eines der Mittel, um eine derartige Erkrankung wegzubringen, die Impfung ist. Und hier ist eine sehr schöne Frage vom Publikum hereingekommen, auf die ich praktisch schon gewartet habe und wo man sicher vieles dazu sagen kann. Und zwar, gab es auch im 19. Jahrhundert schon Impfskeptiker und was waren der Argumente? Bitte. Also die Impfskeptiker gibt so lange, oder die Impfskepsis gibt so lange, wie es Impfungen gibt. Da kann man mal prinzipiell sagen, Skepsis sozusagen ist auch das Prinzip der Wissenschaft, sofern sie empirischer Überprüfung und Widerlegung zugänglich ist. Insbesondere im 19. Jahrhundert, würde ich sagen, gibt es zwei Faktoren. Das eine ist das Misstrauen, das sich daran entzündet hat, dass das eben diese Vakzination eben mit der Übertragung von Erregern von Kühen, also von Tieren auf Menschen einherging. Das hat alle möglichen Fantasien in Gang gesetzt. Man sieht das auch sehr schön an Karikaturen der Zeit, die aber zum Teil durchaus ernst gemeint waren als sozusagen Propagandamaterial gegen diese Impfung, wo es also den Geimpften irgendwelche Kuhköpfe oder andere, ja, Kuhköpfe in erster Linie, herauswachsen als angeblich zu fürchtende Folge dieser Impfung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Reaktion auf Versuche, diese Impfungen sozusagen zwangsweise autoritär durchzusetzen. Das stoßt auch sehr oft auf Widerstand. Das finden wir im bayerisch besetzten Tirol, zu Andreas Hofers Zeiten. Wir finden das in Großbritannien, wo es anders als in Österreich relativ früh, ab Mitte des 19. Jahrhunderts, verschiedene Versuche gab, die Pockenschutzimpfung verpflichtend durchzuführen. Und da gibt es dann auch eine wirklich organisierte impfgegnerische Bewegung, die mit Demonstrationen und Ähnlichem auf sich aufmerksam macht. Ähnliches finden wir auch im Deutschen Reich, wo es ebenfalls ein Impfgesetz gibt mit einem Impfzwang und daran entzündet sich dann der Widerstand.
Wenn ich dazu noch zwei weitere Sachen anmerken darf, also es ist was bemerkenswert, es ist nicht nur, dass es die Impfgegner wirklich schon seit dem Beginn der Impfung gibt, sondern dass sie sich auch wirklich sehr gut organisieren. In England gibt es kurz nach der Einführung der Kuhpockenimpfung die Anti-Vaccination League und danach eine Anti-Vaccination Society, die auch nicht immer dieselben Meinungen vertreten. Und also sozusagen, das ist wirklich auch ein sehr gut dokumentierter Vorgang, weil die haben Statuten und so weiter. Also es ist ein wirklich sehr gut organisiertes Milieu. Herr Wiktor, ich jetzt schon auf die sozusagen auf das, die Skepsis dem Material, das da eingeimpft wurde, gegenüber hingewiesen und auch die Frage des Zwangs. Aber es gibt interessanterweise auch einen dritten Vorgänger für heutige Diskussionen und das ist die Frage des Geldes. Denn Edward Jenner, der die Kuhpockenimpfung sozusagen popularisiert. Ihm wird schon im 18., vor allem im frühen 19. Jahrhundert vorgeworfen, dass er sich persönlich bereichern würde und dass das natürlich ein weiterer Grund sein müsse, der Impfung gegenüber skeptisch zu sein. Gut, vielleicht kommen wir von den Impfskeptikern, bietet sich eine andere Gruppe von Zweiflern an, und zwar die Kontagionisten. Was können wir denn zu denen sagen? Und der Begriff klingt sehr altmodisch, bezeichnet aber auch ein durchaus zeitgemäßes Denkmodell. Also Kontagionisten sind wir alle, nehme ich an. Aber das Interessante ist, dass sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Bewegung formiert, die sich als Antikontagionisten sozusagen formieren und die einem eigentlich schon sozusagen seit Jahrhunderten bestehenden Erfahrungswissen über die Übertragbarkeit von vielen Krankheiten einfach entgegenhalten, das stimmt nicht. Sozusagen die Pest ist keine Infektionskrankheit oder keine übertragbare Krankheit. Das gilt für die Cholera. Das wird wirklich, manche Krankheiten werden akzeptiert, wie die Syphilis, aber man versucht da systematisch die Übertragbarkeit von Krankheiten in Zweifel zu ziehen. Und das ist sehr klar und eng verbunden mit einem politischen Interesse in Richtung, also gegen Quarantänemaßnahmen, die damals schon bestanden haben in vielen Teilen der Welt, gegen sozusagen jede Einschränkung des freien Reise- und Warenverkehrs, sofern das damals verwirklicht war. Also hier finden wir eine frühe Auseinandersetzung zwischen wirtschaftsliberalen Tendenzen, die sich sozusagen in dieser etwas antiwissenschaftlichen Stoßrichtung bahnbrechen, und Anhängern eben einer frühen Auffassung von der Übertragbarkeit von Krankheiten und der Wirksamkeit von entsprechenden, ich sage mal, klassischen Gegenmaßnahmen wie Quarantäne, Isolation, Absonderung etc. Wobei das durchaus auch sehr honorige und anerkannte Namen waren, die sich ein Stück weit auf dieses Territorium des Antikontagionismus gewagt haben. Jakob, du kannst es sicher. Ich glaube vor allem, dass es aus heutiger Perspektive sehr einfach ist, Kontagionist zu sein oder Kontagionistin zu sein, weil wir wissen wahnsinnig viel über die Übertragbarkeit, wir kennen Bakterien und Viren, aber im 19. Jahrhundert ist das, also im großen Teil des 19. Jahrhunderts ist das nicht der Fall. Und dementsprechend viele Theorien gibt es über die Übertragbarkeit und die Kontagionisten, die sozusagen die Vorläufer der heutigen Epidemiologen auch sind, haben auch ein großes Problem. Und zwar, sie können nicht nachweisen, warum bei manchen Leuten die Krankheit auftritt und bei anderen nicht. Also symptomlose Fälle lassen sich mit den damaligen kontagionistischen Theorien nicht erklären. Und daraus erklärt sich bis zum gewissen Grad auch der Widerstand gegen diese Theorie, weil das ist sozusagen, manche Leute erkranken an der Cholera, andere tun es nicht. Und es fehlt zum damaligen Zeitpunkt einfach jedes Mittel, das genau zu erklären, warum das manchmal passiert und manchmal nicht. Man muss auch noch sagen, sozusagen zur Ehrenrettung vielleicht der Antikontagionisten, dass sie durchaus bereit waren, ihr Leben ins Spiel zu setzen, aufs Spiel zu setzen für den Beweis der Richtigkeit ihrer Theorien, indem sie beispielsweise Cholera-Kulturen verschluckt haben, um eben zu beweisen, dass das harmlos ist und keine Krankheit oder zumindest die Cholera auf diesem Weg nicht übertragen werden kann. Ja, was sagt uns überhaupt die Cholera-Trommel in Bezug auf das Krankheitsverständnis aus? Also es ist so, dass seit dem 14., 15. Jahrhundert sozusagen die Vorläufer der Antikontagionisten, die Miasmatiker, davon ausgehen, dass giftige Dämpfe
Da gibt es unterschiedlichste Theorien, wo diese herkommen, dafür für die Ausbreitung der Krankheit verantwortlich sind. Und das Miasma, auch das sind eben wie gesagt unterschiedliche Theorien zu unterschiedlichen Jahrhunderten, in unterschiedlichen Jahrhunderten, klebt an verschiedenen Gegenständen. Es kann aber auch im Atem von Personen sein. Und dieses Miasma gilt es loszuwerden. Aber man muss sehr aufpassen, sozusagen das Miasma mit heutigen Kenntnissen zu vergleichen mit Bakterien oder Viren. Denn man geht nicht davon aus, dass das da irgendwelche Lebewesen oder etwas anderes drin ist, sondern das Miasma ist an sich giftig. Es ist nicht es löst nicht durch eine Übertragung irgendwelche Krankheiten aus, sondern es ist in sich selbst giftig. Und die Cholera-Trommel ist ein sehr schönes, spätes Beispiel für eine solche miasmatische Theorie, wenn man so will, weil es ist ja wirklich die Idee, dass sozusagen diese Briefe auszuräuchern, ist eine Idee, die im 20. Jahrhundert nicht mehr präsentieren könnte. Also sozusagen wir wissen, wie man Sachen wirklich desinfiziert, und diese Theorien zeugen einfach nur, die Cholera-Trommel zeugt von einem völlig anderen Krankheitsverständnis. Und aber gerade deshalb ist es interessant, sozusagen auch für das Josephinum, diese Dinge aufzuheben und dann ein bisschen genauer darüber sprechen zu können. Ich habe noch eine andere Frage, die mir irgendwie wichtig erscheint. Welche Institutionen oder Behörden, weil ihr habt vorher die Weltgesundheitsorganisation erwähnt, gerade in Bezug auf die Ausrottung der Pocken, aber welche anderen Behörden, Ämter, Institutionen haben denn auch das Epidemiegeschehen und den Kampf gegen die Epidemien in den letzten Jahrhunderten geprägt? Machen wir es chronologisch, darf es beginnen? Okay. Also schon sehr früh, glaube ich, prägt das Militär natürlich das epidemiologische Management. Das ist einfach ein sehr gut organisierter Apparat, und Quarantänemaßnahmen und auch die Militärgrenze lassen sich wirklich nur damit kontrollieren. Im 19. Jahrhundert das durchaus zivilere Ämter und Organisationen, und das fällt auf, dass viele davon auch bis heute Bestand haben. Also sozusagen besonders prägnant, das wurde auch in den letzten Monaten öfter diskutiert, ist der Oberste Sanitätsrat, der in den 1870er Jahren auch aufgrund der immer häufiger auftretenden Cholera-Epidemien gegründet wird und der sozusagen bis heute mit kurzen Unterbrechungen weiterhin existiert. Ja, das ist eh schon fast im 20. Jahrhundert. Ich denke, wir haben auf der einen Seite den Ausbau des sogenannten öffentlichen Gesundheitswesens. Da kann man durchaus eine Linie ziehen vom Pestarzt, der sozusagen ad hoc bestellt worden ist, wenn ihm ein Ausbruch oder eine Einschleppung der Pest drohte, wenn sich so ein Seuchenzug der Stadt näherte. Das gibt es eben in Wien seit dem Mittelalter, aber kein sehr begehrter Job, das muss man auch dazu sagen. Also die meisten haben das nicht lange überlebt in dieser Funktion. Und es wird sozusagen sukzessive ausgebaut. Einen großen Schub haben wir unter Maria Therese natürlich, dann auch Josef II. Und es mündet sozusagen in das moderne Gesundheitsamt. Der Oberste Sanitätsrat, das finde ich natürlich auch sehr interessant, dass du das erwähnst, der existiert ein bisschen parallel dazu. Und ich glaube, der drückt aus die zunehmende Bedeutung der Verwissenschaftlichung der Medizin im 19. Jahrhundert, dass eben die Politik tatsächlich diese Beratung, diese Expertise braucht. Das ist also kein großer administrativer Apparat wie die Gesundheitsämter, die sozusagen überall hineinreichen, idealerweise in die Gewerbehygiene, in den Seuchenschutz, auch in die Gesundheitsfürsorge. Also das ist eine Unzahl von Arbeitsfeldern, die sich da auffächern im 20. Jahrhundert. Und parallel dazu haben wir eben diesen wirklichen Bedarf der Politik an Beratung und an Expertise. Gut, vielleicht noch eine letzte Frage zur spanischen Grippe oder zwei letzte Fragen dazu. Das eine ist, was gab es denn überhaupt für Behandlungsmöglichkeiten? Gab es nur symptomatische Behandlungsmöglichkeiten auch zu den anderen Erkrankungen? Wir wissen ja, dass es sehr schwierig war, überhaupt außer Absonderung und Quarantäne hier Nutzbringendes von Anfang an zu verabreichen. Aber wie war das bei der spanischen Grippe? Hat es Behandlungsmöglichkeiten oder Impfungen gegeben? Und wie viele Opfer hat die spanische Grippe überhaupt in Österreich
gefordert. Okay, das sind eigentlich zwei Fragen. Ich habe zur Frage der Opfer ein Slide vorbereitet, da war meine Redezeit zu kurz. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier aufrufen kann. Das ist hinter meiner Danksagung. Also ich habe erwähnt, danke. Ich habe erwähnt, das Werk von Siegfried Rosenfeld, eben diesem Chefstatistiker des Volksgesundheitsamtes, der 1921 diese Kompilation veröffentlicht, wo er auf vielen Seiten wirklich in zahllosen Tabellen diese Datenpunkte zusammengetragen hat. Der war angewiesen darauf, im Grunde sozusagen die Übersterblichkeit an Atemwegserkrankungen und Lungenentzündungen zu berücksichtigen oder auszuwerten. Und der kam auf eine Zahl insgesamt von 32.000 Toten, bezogen auf das dann sozusagen existierende Staatsgebiet von Österreich. Also nicht Österreich-Ungarn, sondern nur das reduzierte Österreich von 1918-19. Das ist die Zahl für Österreich und wir haben uns die Mühe gemacht, welcher Mitarbeiter von mir, die Infektionstoten für Wien noch einmal auszuwerten und das sozusagen im langjährigen Schnitt des Grunde des 20. Jahrhunderts zu projizieren, um zu sehen, was das für Auswirkungen hatte. Und ich glaube, man sieht hier sehr gut einerseits die säkulare Tendenz, also über das gesamte 20. Jahrhundert, dass Infektionskrankheiten an Bedeutung innerhalb der Todesursachen zurückgehen und abnehmen. Das ist an sich kein überraschender Befund. Das Jahr 2020 konnten wir damals noch nicht berücksichtigen, da waren noch keine Daten vorhanden. Wir haben, das ist vielleicht auch erklärungsbedürftig, hier Lücken, wo bedauerlicherweise einfach keine entsprechenden Daten erhoben wurden und die auch nicht verfügbar sind. Und man sieht die Auswirkungen der beiden Weltkriege, wo man hier durch diesen Abstand zwischen, das sind eben Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und alle anderen Todesursachen, der Abstand hier ist relativ konstant, so über den Daumen. Das heißt, dieser Ausschlag ist tatsächlich zum allüberwiegenden Teil der spanischen Grippe geschuldet. Wir haben am Ende des Zweiten Weltkrieges einen viel stärkeren Ausschlag noch, das Jahr 1945, auch hier eine sehr starke Explosion oder Erhöhung jedenfalls der Infektionstoten. Das ist keine einheitliche Pandemie in diesem Fall, sondern einfach den totalen Zusammenbruch und den Lebensverhältnissen in Wien des Jahres 1945 geschuldet. Aber wie gesagt, auf die Frage nach der Größenordnung, die Schätzung, die wurde bis jetzt auch nicht sozusagen in Frage gestellt, sind um die 32.000 Tote. Was Behandlungsmöglichkeiten betrifft, muss man sagen, war die Medizin relativ wehrlos oder hilflos, oder eigentlich die Patienten und Patientinnen. Eine Besonderheit dieser Pandemie, die ich noch nicht erwähnt habe, war ja, dass es, und das erschien den Zeitgenossen als geradezu eine Bösartigkeit dieser spanischen Grippe, dass vor allem junge Menschen, insbesondere zwischen 20 und 40 Jahren, überproportional stark betroffen waren. Und die sind also teilweise regelrecht dahingerafft worden. Wir haben in der frühen Phase dieser zweiten Welle in Militärlazaretten zum Teil Todesraten von 50, 60, 70 Prozent derer, die da aufgenommen worden sind. Und da mussten die Ärzte im Wesentlichen tatenlos zusehen. Man hat die sozusagen sehr stark gesetzt auf Krankenhausbehandlung, also einfach die Schaffung von Betten in Hilfskrankenhäusern und Zusatzbetten. Das wurde auch in Wien so gemacht. Aber im Grunde gab es Bettruhe, man hat auf Aspirin gesetzt. Österreich hat tonnenweise versucht, Aspirin zu kaufen aus Deutschland am Beginn dieser Phase. Die Schweizer Armee hat auf das Neosalvasan große Hoffnungen gesetzt, das immer noch diesen Nimbus sozusagen der Wunderwaffe hatte, natürlich gegen die Syphilis eigentlich entwickelt. Es gab Mittel zur Herzstärkung wie Koffein oder Digitalis und es gab eine ganze Reihe von, ich sage mal, Wunderkuren, also einzelne Ärzte, die hervorgetreten sind mit der Behauptung, sie hätten sozusagen jeden Fall, der ihnen in ihre Abteilung gekommen wäre, innerhalb von einem Tag geheilt. Da gab es von Aderlassen, also wirklich ein Rückfall sozusagen in vormoderne fast Behandlungsmethoden, Aderlassen, Blutegeln, aber auch Quecksilberpräparaten und ähnlichen Versuchen, eine ganze Reihe von Experimenten. Ein Punkt, den man vielleicht erwähnen kann, das ist auch sozusagen näher an der wirklich wissenschaftlichen Biomedizin damals, sind Serumtherapien. Also man hat vor allem gegen die bakteriellen Lungenentzündungen versucht, so etwas wie eine passive Immunisierung hervorzurufen. Und es wurden da auch durchaus Erfolge berichtet gegen die Pneumokokken und Ähnliches.
Danke. Ich glaube, wir haben so ungefähr alle die Fragen, die wir bekommen haben und die, die wir uns selber gestellt haben in der Vorbereitung, beantwortet. Haben wir irgendetwas vergessen, was ihr jetzt noch hier beitragen wollt? Jakob. Ja, ich kann nur sagen, wir arbeiten mit Hochdruck an der neuen Dauerausstellung und auch das Thema der Seuchen und Epidemien wird da natürlich vorkommen. Also wir suchen in unseren Archiven und deshalb noch einmal der Aufruf, falls Sie in Ihren Archiven einmal fündig werden und auch Seuchenobjekte, aber natürlich nicht nur Seuchenobjekte für uns haben, freuen wir uns natürlich sehr. Ja, ich würde trotz allem festhalten, dass sehr, sehr viele Fragen noch unbeantwortet sind und dass ich auch von der Covid-Pandemie sozusagen einen Stimulus für die Erforschung früherer Pandemien wieder erwarte. Man sieht es schon ein Stück weit für die spanische Grippe, die auch sozusagen durch die SARS und MERS und die Schweinepest und ähnlich, Schweinegrippe, natürlich mit sozusagen wieder motiviert worden ist. Aber ich denke, dass gerade diese vergleichende Perspektive sehr interessant sein wird und kann mich nicht vorstellen, dass die Covid-Pandemie sozusagen in ein ähnliches Loch des Vergessens fallen wird, wie das 1918-19 oder dann eigentlich 1919 mit der spanischen Grippe der Fall war. Ich fürchte auch, dass das Loch des Vergessens noch sehr weit weg ist. Vor allem muss sie vorher einmal erst von der WHO für beendet erklärt werden. Und wir hoffen, dass das halt bald ist und wir alle gesund die nächsten Wochen, Monate bis zum Ende überleben und überdauern. In der Zwischenzeit bedanke ich mich sehr herzlich bei den Rednern, bei dem Team, die uns hier unterstützt haben, beim Alumni-Club und bei allen Zuhörern und wünsche Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie gesund. Danke sehr. Auf Wiedersehen.